Hallöchen und willkommen zurück bei City Skylines. Wir nähern uns langsam aber sicher der 90.000 Einwohnergrenze. Das bedeutet, wir schalten dann heute höchstwahrscheinlich den internationalen Flughafen frei. Allerdings können wir auch schon langsam wieder anfangen, so ein bisschen die Stadtplanung voranzutreiben. Denn das ganze Gebiet hier hinten soll alles voll mit neuen Einwohnern. Sprich, das, was wir hier haben, dieses Viertel soll... Sieht ganz schick aus hier mit den Straßen rechts und links. Soll hier drüben auch nochmal entstehen. Nur natürlich, ja, das ist dann fast das Doppelte ungefähr. Die Masse zusammengerechnet, die Landmasse. Geht hier noch ein bisschen abschüssig runter. Ja, gut, würde ich sagen. Legen wir langsam los, oder? Hatte ich noch was vor? Ich glaube nicht. Ich glaube, letzte Folge war dann abgeschlossen. Wir hatten ja die U-Bahn gemacht. Die beiden neuen Linien kommen sehr gut an. Da gibt es nichts zu meckern. Und die Gebäude hier... Guck mal, ich habe schon wieder den Gebäude-Bug, dass ich nichts anklicken kann. Okay, Moment. Einmal da rein, einmal da raus und dann geht's. Ja, guck mal hier. Fast Gebäudestufe 4. Oh, stimmt. Ich hatte ja in der letzten Folge, Ende der letzten Folge, glaube ich, noch erwähnt, dass wir nochmal eine große Straße hier wahrscheinlich unter dem kompletten Gebiet durchziehen werden, die dann hier hinten irgendwo mündet oder hier rein, dass die Leute ganz einfach nochmal mehr Möglichkeit haben, auf Arbeit zu kommen. Gerade hier hinter ins Industriegebiet ist wirklich eine weite Strecke. Oder wir probieren das mit der Bahn zu lösen. Nur bin ich mir noch nicht sicher, wie und wo ich die hinbauen soll. Hier hinten ist noch genügend Platz. Naja, schauen wir mal, das kriegen wir schon irgendwie. Ach, guck mal hier, die ganzen Schornsteine, was die alle so rausrußen. So, Käffchen ist bei mir jetzt auch gerade frisch gemacht. Das bedeutet, er ist noch heiß. Und es wird wahrscheinlich eine etwas längere Session heute. Also insgesamt für mich. Die Folgen werden normal lang. Aber ich will mal wieder ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Die letzten Folgen, da hatte ich immer bloß einzeln jede hintereinander mal oder jede ab und zu mal aufgenommen. Und da soll jetzt mal wieder ein bisschen mehr werden für mich. So. Ja, ich überlege gerade, wenn wir vielleicht wirklich einen Bahnhof irgendwo bauen sollten, wäre das natürlich hier nicht die dümmste Wahl. Wenn wir hier gleich einen dran bauen, dass hier einfach noch ein kleines bisschen frei bleibt oder umschlossen von nochmal, oh, jetzt komme ich nicht drauf, Bürogebäuden. Da könnten wir hier einen schicken Tunnel machen, bahntechnisch. Dann vielleicht hier nochmal irgendwo einen Bahnhof. Und dann, ja, hier rüber. Hier einfach irgendwo einen hin. Oder wollen wir das direkt mal machen? Ich hätte da schon Bock drauf. Aber ich hätte auch Bock drauf, dass wir heute die 90.000 Einwohner knacken. Ach, herrje. Müsste halt erstmal die komplette Infrastruktur irgendwie festlegen. Wir fangen jetzt erstmal an. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Wasservorrat oder Wasserversorgung. Klar. Da das ganze Gebiet dann hier später eh erschlossen wird. Gibt es eigentlich Mods? Die Wasserkapazität irgendwie so ein bisschen oder den Wasserverbrauch vermindern. Ich glaube, das gibt es als Richtlinie, müsste es doch sowas irgendwie geben, ne? So, ich baue jetzt hier einfach mal. Ach, verdammt. Ach, was soll's. Sieht zwar nicht so geil aus, aber geht dafür schneller. Warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Verdammt. Wieder eine kleine Ecke vergessen. Ach Mist. Wir dürften ja noch ein paar Einwohner kriegen, dadurch, dass die Gebäude noch mal ein paar Stufen aufsteigen können. Und das reicht vielleicht für die 90.000. Wie viel haben wir denn jetzt? Ah, fast 89.000. So, das hätten wir. Okay. Ja, doch, Bahnhof. Doch, doch, doch. Das fände ich nicht so blöd. Das könnten wir mal probieren. Okay, da warten wir vielleicht einfach, bis Tag wird. Und wir können ja trotzdem hier drüber schon mal so langsam eine Anbindung bauen.
Passt der eigentlich hier hin, der Bahnhof? Wir testen das direkt mal. Modern Train Station After Dark. Wenn ich sie hier dran baue, kriegen die da oben nichts mehr ab von der Lärmbelästigung. Ich baue den jetzt erstmal hier so hin. Dem fehlt natürlich so ein bisschen Strom, aber das können wir. Wir bauen mal hier direkt ein paar Bürogebäude hin. Kann ich hier unten drunter einen Park setzen? Ach, guck mal. Das geht sogar. Zumindest da drüben ging das. Und dann müsst ihr drüben. Ah ja, guck mal, hier kommt schon Strom an, ne? Ah, verdammt, ich wollte den Tesla Cube nochmal freischalten. Okay. Na gut. Okay, dann haben wir das hier. Und ja, ich würde schon sagen, wir machen das unterirdisch, ne? Das wäre eigentlich besser. Direkt in den Tunnel rein. Ich überlege gerade, ob wir hier oben nochmal irgendwo. Ne, wir probieren das erstmal so. Erstmal bis hierhin, das geht schon mal gerade durch, das ist schon mal gut. Ja, und dann würde ich am liebsten hier oben auch noch irgendwo einen hinbauen. Aber... hier könnte ich es hinkriegen. Moment. Ja, nee, das funktioniert gar nicht. Schwachsinn. Weg damit. Das hinten sieht auch noch so leblos aus, aber wie gesagt, da kommen dann auch noch Bürogebäude hin. Die verlieren sich natürlich neben den ganzen großen Gebäuden hier. Na gut, weiter zum Bahnhof. Oder ich ändere die Zufahrten ab. Das müsste funktionieren, wenn ich einfach die Zufahrten und die Abfahrten ein bisschen anders plane. Moment mal, das hier ist... Moment, ich mach mal kurz Pause. Hehehe, genau so. Ich weiß nicht, ob das klappt. Scheiße, das dachte ich mir, da ist das hier im Weg. Obwohl. Nö, geht. Haha. Okay, wunderbar. Kann der Verkehr weiterfließen und dann müsste das ja hier fast klappen. Mit dem Bahnhof. Wo ist er? Hier. Nehmen wir auch den? Ja. Wir müssen halt bloß schauen, dass das hier auch klappt mit den mit der Linienführung. Ha. Okay, das klappt schon mal. Das sieht zwar hier ein bisschen erbärmlich und komisch aus, aber... Ach du meine Güte. Naja gut. Das muss so sein. Ich hätte ja hier schon fast Bock nochmal eine schöne Brücke drüber zu bauen, aber das wird nicht funktionieren.
Fälle zu steil, verdammt. Komm schon. So, dann da den nächsten Bahnhof hin. Nehmen wir mal den normalen. So. Sieht's nicht ganz so schräg aus. Okay, was wir aber hier unten gleich nochmal ändern. Wir erweitern hier unten einfach mal das U-Bahn-Netz. Ich überlege gerade. Moment, Moment. Wie machen wir das? Da, okay. Dann hier. Am besten da oben eine, da unten eine. Hier noch eine. Hier noch eine. Und zwar soll das dann hier rüber. Da hoch. Dann einfach da unten dran, dann brauche ich ja bloß die Linien ziehen. Moment. Erstmal die blaue. Hier muss ich die richtige erwischen. So, okay, jetzt geht's. So, und die andere natürlich auch noch erweitern. Ups. Okay, hier unten noch. Gut, dann haben wir das. So, das wäre erweitert und dann bräuchten wir bloß noch eins, zwei, drei, vier und Linie abschließen. So, da bin ich mal gespannt, wo der erste Zug losrollt. Hier nicht, doch hier. Gut, da wird noch nichts los sein, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Schauen wir nachher einfach nochmal rein. Und natürlich könnten wir auch hier einfach das U-Bahn-Netz ein bisschen erweitern. Beziehungsweise hier oben nochmal eine Station hinbauen. Ich komme direkt hier daneben. Ging ja schon mal ganz gut, oder? Ich finde das nicht verkehrt. Einwohner 89.300. Gut, nehme ich erstmal ein Schlückchen. Ah, herrlich. So. Gut, das hätten wir. Na, drei fahren hier schon mit. Wo ist denn der Zug? Kam der gerade? Nee. Oh, da ist er. Hier. Ja gut, jetzt bei Nacht werden wir nicht so viel mitfahren. 8, kommen wir drin. Erstmal eine Runde jetzt am Anfang. Jetzt muss ich wieder rumsprechen, wie toll der Bürgermeister doch ist. Und wie schön die neue Bahnstrecke ist. Und wie vollgestopft die Autobahnen sind, aber das wissen die Leute selber. Oh, nur noch 3. So, ab einmal unter dem Tümpel entlang. Ich habe noch nie eine wirklich gute Bahnstrecke irgendwo gebaut. Null. Naja gut, es ist auch Nacht.
ändert sich vielleicht jetzt gleich tagtüber. Ich glaube, das wird sehr eng mit den 90.000. Müsste echt eigentlich ein paar neue Gebäude bauen. 5 haben wir hier drin. Zwei, naja, gut. Vielleicht am Tag einfach mehr. Sonne geht auf über unserem schicken Städtchen. Und jetzt sehen wir mal noch ein paar Straßen. Und allgemein müssten wir. Moment. Ich weiß noch nicht, ob ich so nah ranbauen will, aber wir können erstmal was ziehen. Wird auch ganz fett quadratisch gebaut. Ja, komm, machen wir es so, da geht es schneller. Keine Angst, da kommen noch ein paar Querstraßen rein. Vielleicht nehme ich irgendwo noch mal ein bisschen mehr weg. Und ziehe einfach noch mal eine dickere Straße irgendwo durch. Oh, das wird doch schon ein ganz schön großes Gebiet. Uiuiui. Oh Mann, das wird echt riesig. Können uns ja nochmal überlegen, vielleicht in der Mitte nochmal irgendwo so einen Park zu machen oder mehrere andere Parks. Also jetzt keine vorgefertigten, sondern nochmal selber irgendwo einer stellen. So. Ah, 89.500. Knapp. Hatten wir gerade genau. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen weniger. Es wird ja auch fleißig. Es wird nicht nur fleißig geboren, sondern auch gestorben. So. Oh Gott. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also 1-1 und bei denen hier, ne? Genau. Okay. Nee, warte mal, das machen wir anders. Es wird dann zwar zu einem unwahrscheinlichen Stau hier kommen, gehe ich mal von aus. Aber ich hätte das hier gerne in der Mitte, dass hier so eine schöne dicke gelbe Straße dann durchführt. Sieht dann ganz nett aus, wenn wir dann hier später durchschauen. Das ist eine riesengroße Gerade. Das finde ich eigentlich immer ziemlich geil. So, das hier kommt weg. Wir kommen nicht an die 90.000 heute ran, das tut mir ein bisschen leid. Vielleicht, wenn ich jetzt. Halt! Da war was im Weg. Weg da. Zwei sogar. Schön. Das kann ich aber so nicht bringen. Da müssen wir mittendrin
auch irgendwo noch so ein paar Übergänge wenigstens machen. Ey, oder wisst ihr was? Moment mal, wir hatten doch irgendwo, wo war das denn? War das hier? Ja, genau, diese Dinger. Passen die genau nebeneinander? Aber das ja einfach komplett voll damit machen. Das wäre natürlich eine geile Sache. Da müssen wir aber gucken, dass das exakt dann auch hinhaut mit den Straßen. Hier zum Beispiel nicht. Dann machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Verdammt. Das haut nicht so ganz hin. Gibt sich das irgendwann? Moment, vielleicht gibt sich das ja irgendwann. Ja, gut, hier wird es gehen. Okay. Kosten. Der Cashflow sinkt dadurch natürlich wahrscheinlich unwahrscheinlich. Macht aber nichts. Wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge neuer Leute noch dazu bekommen. Oh, das ist jetzt schade. Das würde exakt aufgehen. Boah, ich kann da eigentlich nicht nur zwei Übergänge lassen. Was wir aber machen können, sind vielleicht so Fußgängerüberwege, oder? Hier hinten immer mal. Fuck, ich hätte schon gern noch... Vielleicht klappt das ja hier. Und dann hier unten nochmal die kleinen rein. Bitte, bitte, bitte. Ja. Okay, wenigstens so. Ach, Gott sei Dank. Gut, dann machen wir noch. Dann fangen wir noch an. Komm, wir machen jetzt so lange, bis wir die 90.000 haben. Das darf doch nicht wahr sein. Hier unten alles voll mit Wohngebäuden. Erstmal hier. Und die brauchen natürlich auch Strom. Ja, und um noch ein paar andere Zufahrten müssen wir uns kümmern. Wir haben bloß die eine hier von der Zeit. Auch hier mit der Autobahn Auf- und Abfahrt. Das könnten wir eigentlich direkt mal machen. Reicht das? Ja. Moment. Vielleicht anders bauen sollen. So und so, ne? Vielleicht sinnvoller. So, neue Gebäude. Ja, wir müssten natürlich hier hinten anfangen. Statt davon. Schon, zieht euch mal bis hier vor. Hier hinten brauchen wir dann natürlich auch die ganzen Sachen hier. Gesundheit und kommt gleich ein großes Krankenhaus hier irgendwo hin. Oh ja, hier in der Mitte müssen auch noch mal kleinere Straßen durch. Halt, bevor sich hier irgendwo ein Gebäude bildet. Zack. So, Gesundheit, Polizei.
Besser wäre es natürlich hier in der Mitte, aber da kann ich jetzt nicht hinsitzen. Oder könnte ich hinsetzen, aber da müsste ich dann eine Stromleitung verlegen. Halt, das war Feuerwehr. Polizei kommt jetzt. Ach, hier ein fettes Polizeihauptquartier. Bildung. Hier kommt eine kleine Schule daneben. Transport machen wir später. Oh ja, hier. Da, 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 da. Ich versuche mal den Strom so dahinter zu kriegen erstmal. Es könnte sich ja einfach mal hier vorne irgendwo ein Gebäude bilden. Ja, da kam schon eins. Na, kommt schon. Strom müsste gleich durchfließen. 89,2. Ja, ist ein bisschen abgenommen. Wie sieht es mit den Friedhofsplätzen aus? Auslastung 6600 von 20. Okay. Na, guck mal. Hier unten passt einer rein. Zack. So, komm schon. Strom. Hier noch ein Gebäude in der Mitte. Dann reicht's. Okay, zwei. Kommt schon, finde zusammen. Ja, super. Und alles erstrahlt blau. Und eine ganze Menge Strom wird jetzt noch mehr verbraucht. Schön. So. Oh, Tag ist geworden. Sieht ja recht schick aus. Komm schon, ich habe gesagt, wir machen dieser Folge die 90.000 voll, also machen wir das auch. Wenn es jetzt noch einen Moment dauert. Kriegen wir doch locker 200.000 zusammen, wenn wir das ganze Gebiet hier hinten noch gefüllt haben. Moment mal, wir könnten doch. Das ist eine ganz gute Idee. Verdammt, das klappt nicht. Ist das Gefälle hier ein bisschen zu steil? Boah, der Stau, scheiße. Wie sieht es denn eigentlich bei der Bahn aus? Komm, da gucken wir jetzt nochmal bei der Bahn rein. 106, halt, hier fährt gerade einer. Moment. Ich will nicht die Bahnlinie, ich will den Zug erwischen. Ah, super. Einer. Da sind zwei Züge unterwegs. Einer mit 320 Passagierplätze und einer mit 240. Ja, wenn sich das nicht lohnt, dann reiße ich die wieder weg. Ich weiß nicht, warum da so wenig Leute mitfahren. 21. Naja, gut. Wir lassen es mal. Wird vielleicht noch mehr, wenn wir hier noch mehr gebaut haben. Freut euch. Ja. So, 400 noch. Da müssen wir uns aber wirklich jetzt nochmal um den Müll kümmern. Wir haben zwar hier schon noch mal was gebaut, aber ist bestimmt besser, wenn wir hier noch mal und später hier und hier vielleicht noch mal direkt neben dem Ölgebiet sogar noch mal was bauen. Was macht denn das Ölgebiet an Umsatz mittlerweile? Wo ist denn das hier? 18.000. Oh, nicht verkehrt. So, jetzt komm schon. 89.610. Ich beschleunige mal ganz kurz die Zeit noch ein klein bisschen.
bauen wir noch ein bisschen mehr. Oh, es wird Nacht. Ja, das ist das, was ich haben wollte. So eine schöne goldene Straße. Bisschen wie Venedig. Nur schöner. Oh, hier brennt's. Oh, 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 oh. Stimmt, stimmt. Da machen wir ein neues fettes Viertel draus hier hinten. Warum kann ich keine Rechtecke ziehen bei den Vierteln? Das wäre viel, viel einfacher. Palmenplatz. Mhm. So. Wasserverbrauch, ja, tatsächlich. Aber 5 Credits pro Gebäude würde das kosten. Na, Parks und Freizeitmöglichkeiten auf jeden Fall. Erhöht den Durchschnitt pro Quadratmeter. So, komm, 200 Leute brauchen wir nur noch. Wieso haben wir denn jetzt? Strom ist voll in der Nacht? Brauchen wir am Tag deutlich mehr Strom? Kann das sein? Ich wollte mir hier unten noch ein Krematorium bauen. Noch eins, so. Ja, super, mega. Lopolis. Total verkehrt betont. Monumente freigeschaltet und der internationale Flughafen. Okay, und somit war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wo wir vielleicht schon mal den internationalen Flughafen planen können. Und dann bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.